So, also, einen wunderschönen guten Abend, ein herrlicher sonniger Tag. Es fiel einem ja direkt mal schwer, die Terrasse wieder zu verlassen. Schön für die, die eine haben im Moment. Ich freue mich ganz besonders, dass heute sehr, sehr viele wieder da sind, Namen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Das freut mich ganz besonders. Jetzt haben wir die Schnapszahl, die 44. Ich denke, die meisten von euch kennen mich. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Rosemarie Kirner. Viele Österreicher sind auch da, habe ich gesehen, natürlich auch Deutsche und Schweizer. Ich bin seit 2016 bereits aktiver Projektunterstützer. Das heißt, ich gebe die Informationen, aber bin selbstverständlich auch finanzieller, ja, großer Unterstützer, denn ich stehe hinter dem Projekt wie eine Wand. Ja, das nur zu meiner Person. Aktuell bin ich natürlich schwerpunktmäßig in Deutschland. Früher war ich schwerpunktmäßig in Österreich. Ja, viele kennen mich aus dieser Zeit noch. Und ich habe heute die Ehre, euch noch einmal die Vorzüge dieser grandiosen, innovativen Technologie vorzustellen. Hier haben wir ein interessantes Bild, und zwar von 1914. Damals gab es einen sehr visuellen Künstler, der hat Bilder geschaffen für eine Konditorei, für Pralinen, Süßigkeiten. Und diese Bilder waren dann in diesen Schachteln versteckt oder die Schachtel selber war so dekoriert. Und er hat hier schon visualisiert, wie er sich die Zukunft vorstellen würde. Eben, man sieht es mit Flugobjekten der unterschiedlichsten Art. Aber was man auch deutlich sehen kann, jetzt hoffentlich kriege ich das mit dem Pfeil hin, das ist immer ein bisschen eine Herausforderung, wir sehen hier schon das, was wir jetzt hier realisieren möchten, nämlich die Problematik, dass man unten Chaos bekommen wird und dass man nach oben ausweichen muss oder sollte. Und hier sieht man es ganz deutlich, hier flüchten schon die Menschen vor den immer mehr werdenden Autos. Damals noch etwas anders gestaltet als heute, aber genauso gefährlich. Und da gab es zahlreiche Bilder, zwei davon habt ihr jetzt gesehen. So, und das ist die Realität, die er damals visualisiert hat. So sieht sie heute aus. Ja? Staus, Verkehrschaos, diese Bilder hier, denke ich mal, sind, kann ich mir vorstellen, Nigeria, Vietnam, wo es eben extrem viele Menschen gibt, totales Chaos pur. Bei uns ist es auch nicht viel besser, auch wenn es vielleicht so aussieht, auch wir haben stundenlange Staus und die Zahlen sprechen für sich. Nebenbei gibt es natürlich viele Tote durch Zugunglücke, Schiffe, Flugzeuge, Terroranschläge, ich sage jetzt mal Kriege und so weiter. Trotz alledem ist die Waagschale hier auf der Seite des Verkehrs, nämlich 1,5 Millionen Verkehrstote jährlich. Ja, und das ist gegen das, was wir jetzt erleben, natürlich viel, viel dramatischer. Ist meine Meinung dazu. Probleme gibt es auch in den Häfen. Ich war ja letztes Jahr mal in Hamburg, habe mir das live angesehen. Auch hier Chaos, alles voll Container und so weiter. Die Schiffe warten, draußen sieht man hier auch deutlich, warten, dass sie be- und entladen werden können. Die LKWs müssen stundenlang verharren, bis sie ihre LKWs eben entladen können oder wieder beladen. Also auch hier großes Thema. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen. Man hat in Hamburg schon mal das Thema Hyperloop angesprochen, aber die sind ja bei weitem noch nicht so weit. So, zusammengefasst die ersten Problematiken. Die Transportwege sind extrem überlastet. Das kennen wir alles. Und das nächste Problem ist Mangel an Sicherheit. Hier brauchen wir dringend Lösungen, um einfach die Problematik mit den Schwerstverletzten oder generell Verletzten, den Toten, in den Griff zu bekommen. So, dann gibt es noch weitere Problematiken, nämlich wir Menschen wollen zwar, aber die Natur will manchmal anders. Ja? Das heißt, die Natur holt sich zurück, was wir Menschen ihr entreißen. Und das sieht man hier zum Beispiel in den Wüstengebieten, das kennen wir ja von Sharjah und von den Emiraten, die haben zu tun mit Sandstürmen, tolle Straßen, was hilft, wenn man nicht weiter kann. Wir in Deutschland kennen oder Österreich kennen das Problem mit den Schneekatastrophen, Züge können nicht fahren oder Donau, Rhein, Flüsse gehen drüber und so weiter. Das gibt es natürlich auch in anderen Ländern.
Oder was noch viel dramatischer ist, immer mehr Ölkatastrophen, Ölteppiche, Ölplattformen platzen oder Schiffe verlieren Öl. Oder in den ganz großen Metropolen die Thematik, der Mundschutz ist hier nicht wegen dem China-Virus, sondern hier wegen den Abgasen in den Großstädten. Wer sich erinnert vielleicht zurück, auch Alexei hat mal, als er unterwegs war, berichtet aus einer Großstadt, dass man da kaum aushält. So. Auch dieses Thema, auch wenn dieser Zug jetzt hier überaltet ist, ja, die Problematik besteht immer noch, aber im Zuge von mehr von Industrien. Umweltverschmutzung, ein großes Thema, das wir versuchen in den Griff zu bekommen. Und das meiner Meinung nach viel wichtiger ist, als das wir aktuell hier erleben. Aber natürlich, die aktuelle Situation kann auch durch Umweltverschmutzung verstärkt werden. So, jetzt überlegt man natürlich aktuell, man würde gerne auf Elektromobilität, immer mehr auf Elektro umstellen, nur woher soll der Strom kommen? Ja, der Strom muss irgendwo erzeugt werden, den wir dann benötigen. Mal abgesehen von der Strahlung, ja, aber der Strom wird noch zu 91% erzeugt über Kohle, Gas, Petroleum und Atomkraftwerke. Und das ist auch, wenn man hier die Bilder anschaut, nicht unbedingt gut für uns. Ja, das bisschen Wasser und grüne Technologie fällt im Moment nichts ins Gewicht. Also, wenn wir alles auf Strom umstellen, ist natürlich auch besonders wichtig, dass wir diesen damit verbundenen hohen Stromverbrauch in den Griff bekommen. Also wir brauchen Technologien, die dem entgegenwirken. So, Umweltverschmutzung, Stromverbrauch. So, jetzt schauen wir uns das erste Thema an, Sicherheit. Ja, man versucht seit Jahren auf die zweite Ebene zu gehen. Man sieht hier links mit diesen Transportwegen der Zug auf der zweiten Ebene oder hier eine Einschienenbahn auf der zweiten Ebene. Aber schaut euch mal diese Gebilde an, diese Monstren, ja, was hier für Material benötigt wird, auch hier die Wuppertaler Schwebebahn, was das kostet, diese Monster kann man fast sagen, das ist nicht realisierbar in der großen Menge. Erstens mal von den Kosten nicht und zweitens mal vom Materialverbrauch und es erdrückt uns, erschlägt uns ja. Oder hier noch eine hängende Straßenbahn, auch hier seht euch mal dieses Monster an, ja, diese Gebilde, das ist keine Lösung auf Masse. Und hier sehen wir ein interessantes Bild, hier links im Bild von 1950, das ist in Italien. Schulkinder überqueren auf einem Seil an Rädern hängen, seht euch das mal hier an, ja, ich kenne das von Freizeitparks. Hier ist ein Rad, hier hängt praktisch so eine Stange dran und da ist so ein Teller. Und da sitzen die Kinder drauf und sie bewegen sich hier über diesen Fluss. Also ich kenne das in der Natur, als ich noch Kind war, haben wir das auch in den Freizeitparks gehabt. So, und hier haben wir von 1905 noch motorisierte Räder. Aber keiner kam bisher auf die Idee, das Ganze zu verknüpfen. Bis auf einen, den wir heute vorstellen dürfen noch. So. Dann haben wir hier noch eine weitere Transportmöglichkeit, das kennen wir aus dem Gebirge, nämlich die Seilbahnen. Achtung, auch Seiltechnologie, aber nicht das, was wir heute kennenlernen dürfen. Denn ihr seht hier diesen Pfeil. Das Ganze wird gezogen über Seile. Die Fahrzeuge sind nicht motorisiert. Ja, man sieht es hier auch deutlicher, wer skifährt, der kennt das oder in den Bergen ist. Ihr hört nichts. Hört niemand was? Doch, alles gut. Okay. Also bitte aussteigen und neu einsteigen. Also diese Seile hier ziehen im Prinzip die Fahrzeuge oder die Sessellifte und so weiter. Das ist ein großer Unterschied, weil viele verwechseln unsere Technologie eben mit den Seilen. So, und jetzt schauen wir uns an, was wir zu bieten haben. Diese Fahrzeuge, das sind übrigens Realbilder aus dem Ökotechnopark in Minsk, also in Mariana Gorka, ist ungefähr 40, 50 Kilometer von Minsk entfernt. Diese Fahrzeuge haben diese wunderbare Technologie, die ich heute noch näher erkläre, sehr filigran. Hier, das ist eine Highspeed, wo man oben Highspeed fahren könnte oder schwere Fracht und unten zeitgleich auch im Verhältnis sehr filigran. Und diese Fahrzeuge hier werden nicht gezogen wie bei einer Seilbahn, sondern sie sind eigens motorisiert. Ja, die haben Räder und jedes eigene Rad ist motorisiert. Und sind keine Menschen, die hier das Ganze fahren, sondern das Ganze ist automatisch Blockchain gesteuert.
Und dadurch, dass es sich auf der zweiten Ebene befindet, haben wir auch einen hohen Sicherheitsstandard. Aber das werden wir uns gleich nochmal anschauen. So, und der Generaldesigner Anatoly Junitsky, viele von uns kennen ihn ja, hat einen Satz gesagt, Quellenangabe findet ihr unten, den ich wirklich unterschreiben kann. Wir erschaffen eine Transportinfrastrukturbranche, die in ihrem Potenzial solchen Branchen wie der Luftfahrt, Eisenbahn und dem Straßenverkehr in nichts nachsteht. Ja, im Gegenteil. Und das werden wir heute noch näher untersuchen. So, und jetzt schauen wir uns eine Strecke an. Ja, wir haben eine Strecke. So sieht einfach unsere Erde aus. Wasser, Berge und so weiter. Jetzt haben wir eine Strecke A, B. Ja, und auf dieser Strecke AB wollen wir zum Beispiel eine Straße oder eine Eisenbahn bauen. Gehen wir mal von einer Eisenbahn aus. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ja, wenn wir eine Eisenbahn bauen wollen, müssen wir das Ganze nivellieren und begradigen. Die Folge davon, die eine Möglichkeit, die Folge davon ist, wir stören die Natur. Die ganzen Tiere hier, die Fauna, die Berge, alles muss extrem unter hohen Kosten umgeswitcht werden. Ist natürlich nicht schön, wenn man das jetzt anschaut, was dann daraus wird. Ja, hier haben wir es begradigt, bis zu 2 Meter Unterbau ist notwendig, enorme Kosten, enormer Eingriff in die Natur, alles andere als schön und hier fährt dann unser Zug drauf. So ist im Moment die Realität. Die zweite Realität, die wir als Möglichkeit haben, sind enorme Monster von Brücken. Ja? Hier sehen wir es, das sieht ja hier über den See noch sehr, sehr schön aus, aber stellt euch mal vor, was das an Kosten, an Zeit, an Materialbedarf und an Sicherheit. Ja, wir haben es jetzt in Italien wieder gesehen, die Brücken sind eingebrochen nach einer gewissen Zeit, ist ein Sicherheitsproblem und die wieder aufzubauen wird lang, lang dauern mit dieser Technologie. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit, um nicht so extrem in die Natur einzugreifen. So, dann schauen wir ihr eine andere Möglichkeit an. Dieser Herr hier ist sehr sportlich und ausgleichend, bewegt sich über ein Seil, ja, über eine Saite. Wir kennen das Ganze auch von der Gitarre, ja. Hier, das nennt man Saiten. Und diese Saiten sind bei der Gitarre hier eingespannt. Und durch dieses Spannen, Vorspannen, wie jetzt hier, ist dieses Seil oder diese Saite enorm belastbar. Und dieses Wissen hat sich Herr Junitsky zunutze gemacht. Er hat nämlich anstelle von dieser Brücke, hat er ein Seil gespannt. Sehen wir jetzt hier. So, jetzt müssen wir das Ganze aber noch spannen. Aber auch wenn wir spannen, wir brauchen natürlich für so ein dünnes Seil, das sehen wir deutlich, nicht diese Riesenmonster an Halterungen. Wie bei einer Brücke, weil das Seil ist ja viel leichter. So, wir haben jetzt hier schon mal die Halterungen reduziert, also brauchen wir hier schon viel weniger Material und jetzt müssen wir das Seil noch spannen. Spannen ist okay, aber wir müssen es auch noch befestigen. So, und wenn wir das jetzt hier so extrem vorspannen und befestigen, brauchen wir sogar diese nicht mehr mit dieser Technologie. Also wir sehen schon, das Ganze wird viel kostengünstiger, viel filigraner, viel spannender. Ja? Und diese Halterungen können natürlich jetzt in der Erde irgendwo festgemacht werden, aber meistens werden es zum Beispiel Bahnhöfe oder Zusteigeeinrichtungen sein in der Zukunft. Aber das nur als Beispiel. So, und dann müssen wir natürlich das Seil, wir kennen das von der Seilbahn, wenn das alles auf dem Seil läuft, wird das ja abgenutzt. Also hat Junitsky die Idee gehabt, das Ganze zu ummanteln mit einem Rahmen, ja, mit einem Stahlrahmen. Und das schauen wir uns jetzt auf der nächsten Seite nochmal an, ja. Hier haben wir diese Ummantelung und hier haben wir die 6 Strings, Saitenseile, Stahlseile, nennt ihr wie ihr es wollt. So, wir sehen hier, wir sparen hier enorm Material an hochwertigem, teurem Stahl, weil wir hier nur einen Rahmen haben und dieses flüssige Beton, der natürlich ausgehärtet wird, ist ein Spezialbeton, ein spezielles Material. Enthält eine Substanz zur Erhaltung des Stahls, nämlich er hat eine Substanz, die das Rosten verhindert. Dann hat er des Weiteren die Funktion, dass er die Wände verstärkt. Ja, logisch, ja.
es kann ja nicht aus. Und er fixiert die Seiten. Ja, die Seiten, das sind die hier. Ja, die werden hier fixiert, so dass sie sich nicht mehr bewegen können. Und jetzt haben wir natürlich noch einen massiven Vorteil. Durch das, dass der Beton ja nicht schwingt, der Stahl schon, die Kombination daraus führt dazu, dass das Geräusch reduziert wird. Ja? Und obendrauf haben wir natürlich den Schienenkopf. Hier fahren dann die Fahrzeuge. Interessant auch, man fährt hier sehr breitflächig, so dass sich der Druck des Fahrzeuges auf einen breiteren Teil verteilt und natürlich hier nicht so punktuell belastet ist wie bei der Eisenbahn. Man spricht hier von einer Belastung von unter 200 Megapascal und ab 500 Megapascal beginnt der Abrieb. Eisenbahn hat zum Beispiel 1000 Megapascal Belastung. Die müssen teils alle ein, zwei Jahre bei stark befahrenen Strecken die Schienen hier erneuern. Hier spricht man von 50 bis 100 Jahren, bis da mal was gemacht werden muss. Also man sieht hier schon extrem unterschiedlich. Hier haben wir die verschiedenen Technologien der Strings. Es gibt noch eine vierte, die hier nicht aufgezeichnet ist. Das ist die Röhre, wo in Österreich das Röhrenmaterial hergestellt wird. Man kann es auch sehen in Minsk, ist aber hier nicht auf den Bildern. Da ist der String nur in einem Rohr und die Auflage ist dann natürlich auf dem Rohr. Aber hier sehen wir zum Beispiel die halbflexible. Wir haben eben die Seite dazu gesehen. Dann haben wir hier die starre Konstruktion und hier haben wir die flexible Konstruktion. Hier haben unterschiedliche Zwecke, so kann man das unterschiedlich einbauen, je nachdem, wie man es gerade benötigt. Die starre ist natürlich da für schwere Fracht, für Highspeed braucht man mehr Sicherheit, aber wir sehen, die kann auch zweigleisig genutzt werden. Ja? Und interessant auch hier kann man noch zum Beispiel Strings einziehen für Strom oder für Internetleitungen und so weiter. Und wie filigran das Ganze ist, sieht man hier deutlich von Bildern von der InnoTrans 2018 und hier an diesem Beispiel mit der Brille. Ja, dieses Beispiel, diese Schiene kann man nutzen, indem man die Gravitation ausnutzt. Das heißt, dieses sogenannte Hängebrückensystem. Runter geht es von alleine, rauf bremst es von alleine und so können wir enorm Strom sparen. Strom sparen, wissen wir, ist ja nötig. Ja? Also Strom sparen können wir, indem die Schiene so eben ist. Strom sparen können wir durch die Gravitation ausnutzen und wir werden dann noch was sehen. So, ein Beispiel, wie das aussehen könnte in der Natur, ist natürlich eine Fotomontage im Vergleich zu einer Brücke, viel filigraner. Das müsste jetzt Riga sein, das ist eine Distanz von 600 Metern. Hier bräuchte man in der Realität nicht mal diese Pfeiler bei 600 Metern. Schaut euch mal im Vergleich an diese Seile, die hier benötigt werden für diese Brücke und was hier an Material und Zeitaufwand nötig ist und wie schnell im Vergleich das hier aufgestellt werden kann. So, und hier sehen wir eben das Fahrzeug wieder, das Realfahrzeug in Minsk oder Marina Gorka, das Fahrzeug, das keinen Fahrer braucht und die eben auch automatisch gesteuert sind und sehr ökologisch und innovativ sicher sind auf der zweiten Ebene. So, dann schauen wir uns den Schienenkörper nochmal an, den wir gerade gesehen haben. Hier den Schienenkörper und darauf fährt jetzt das reale Motorrad. Übrigens ist jedes Rad motorisiert, eigens motorisiert und es ist abgestützt an der Seite mit einem Anti-Entgleissystem und zwar auf beiden Seiten, sodass das eben hier eingepresst wird. Ja? Und dadurch kann das Fahrzeug nicht abstürzen. Diese Räder verhindern das. Und hier haben wir übrigens auch eine Druckbelastung von 100 Megapascal, also auch weit unten drunter, als ein Abrieb eben notwendig wird. Ab 500 wohlgemerkt beginnt der Abrieb. Also auch hier hohe Sicherheit gewährleistet. Dann schauen wir uns nochmal unsere Trasse an von eben. Normalerweise fahren immer große Züge, kennen wir vom Intercity. Junitski ändert das. Er sagt, es ist sinnvoller, das Ganze auf mehrere Fahrzeuge, gesichert natürlich mit Abstandsmessungen, mit Sensoren und so weiter, fahren zu lassen, sodass sich der Druck besser verteilt, nämlich hier. Ja? Und so ist es natürlich nochmal ein Punkt, dass die Trasse einfach nicht so extrem belastet werden muss. Also er hat eigentlich alles, was da war, wunderbar optimiert.
Hier nochmal das Bild, auch hier die Kinder sind verteilt, ja, und bewegen sich rüber eben auf diesen motorisierten Rädern. So, und so ein motorisiertes Rad hatten wir auch auf der InnoTrans 2016 und 2018 und so sieht es eben in der Realität aus, wer nicht in Berlin war damals. So, ein wichtiger Faktor ist natürlich auch der Luftwiderstand. Wir kennen das ja von den Rallyes, von den Rallye-Autos oder von den Intercities. So, alles was auf dem Boden sich bewegt, hat sehr viel Luftwiderstand und Luftverwirbelungen. Wenn es oben ist, fällt diese Luftverwirbelung weg. So, jetzt schauen wir uns dann von unten vom Auto an. Je schneller das Auto fährt, desto mehr Luftwiderstand kommt. Ja, bei 60 Kilometer habe ich 30% mehr Stromverbrauch. Wenn ich dann 300 Stundenkilometer fahre, wie ein Rallye-Auto zum Beispiel, habe ich schon 90% mehr Energiebedarf, Kraftstoffverbrauch. Nicht Strom, sondern Kraftstoffverbrauch. Entschuldigung. Ja, so, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an mit der Technologie. Wir sind auf der zweiten Ebene, also diese Luftverwirbelungen fallen schon mal weg. Weil hier gibt es keine Stauungen. Und deshalb haben wir hier selbst bei unserem 500 Kilometer schnellen Fahrzeug einen Luftwiderstandswert von 0,065 und beim Auto von 0,4. Ja, egal welche Geschwindigkeit, wir haben diesen Widerstand, der sich natürlich bei Geschwindigkeit verstärkt. Aber hier sieht man schon, was man allein durch den Luftwiderstandswert einsparen kann und das natürlich eben bei Strom. So, hier sehen wir unser Highspeed-Fahrzeug nochmal als Realfoto von 2018 in Belarus aus dem Ding. So, und jetzt, wir rechnen ja alle in Benzin, in Liter. Hier haben wir mal ein Rechenbeispiel, wie das Ganze aussehen würde, wenn man in Liter umrechnen würde. Oder 0,12 Kilogramm wäre auch 0,12 Liter. Ja? Also bei 14 Personen in diesem Fahrzeug, bei 100 Stundenkilometern, würde man pro Person 0,12 Kilogramm Liter benötigen. Ja, das sind 1,7, habe es ausgerechnet, 1,68 glaube ich, Liter für 100 Kilometer in der Stunde. Das ist gar nichts. Ja, wenn man es umrechnen würde, wir rechnen natürlich im Strom, aber nur vom Verhältnis her. Und beim Highspeed-Fahrzeug für 6 Personen besetzt mit 500 Stundenkilometer, bei 100 Kilometer, wären wir unter 6 Liter, also 0,93 mal 6. Ja. Und das ist natürlich enorm sparsam, wenn man überlegt, was ein Rallye-Fahrzeug benötigt. Ja? Also das nur mal als Vergleich. So, hier nochmal zusammengefasst die Probleme. Überlastungstransportwege haben wir ja geklärt. Auf der zweiten Ebene kein Problem. Mangel an Sicherheit, das Gleiche. Umweltverschmutzung haben wir gerade jetzt eben. Und Stromverbrauch niedrig haben wir auch geklärt. Also wir können hier das Optimum bieten mit dieser Technologie. Und hier wird es noch deutlicher. Ich gehe jetzt nicht auf die Zahlen ein, sondern einfach auf die Bilder. Ja. Das sind die Errichtungskosten, das ist zum Beispiel die Magnetbahn und hier ist Skyway. Ja. Eisenbahn nur in Anführungszeichen das Doppelte. Aber wir reden hier von Milliarden, ja. Da ist das Doppelte auch viel. Betriebskosten, seht euch mal an, wie gering das ist im Vergleich zu anderen. Energieverbrauch, wichtig, ja, haben wir festgestellt, gering. Aber in der Kapazität, da sind wir weit vorne. Das heißt, wir können viel mehr Menschen transportieren. Die U-Bahn kann schon viel transportieren. Aber wir sind hier noch besser. Ja, das dürfte die Eisenbahn sein. Ja, dass man einfach mal sieht den Unterschied. Umweltverschmutzung, das Gleiche und Unfallrate auch. Also da an Bildern kann man deutlich sehen, dass Skyway unschlagbar ist. Hier sieht man es nochmal an Versand- und Lieferkosten. Hier haben wir das Flugzeug, das zwar am schnellsten ist, aber dollarmäßig am teuersten. Das Schiff ist am langsamsten, aber die längste Lieferzeit. Und Skyway hat hier das Optimum, ja, unschlagbar. Und das muss man einfach so sehen, das sind wichtige Faktoren. So, dann haben wir hier das Ganze nochmal im Vergleich mit Oberirdischen, ja, Sicherheit, sind sie gut, ja, Medium Hyperloop, okay, kommt darauf an, für Fracht ist es egal, aber für Menschen ist es Medium. Ökofreundlich, sage ich mal, in Anführungszeichen sind sie alle gut, Magnetbahn ist so ein Thema für sich, aber No Limits bei Skyway, in jedem Gelände möglich, die anderen brauchen Boden, ja, oder die Geschwindigkeit, okay,
Können viele mit, die Monorail kann nicht mehr mit, ist eh überaltert. Aber seht euch mal diese Zahlen an. Und da sprechen wir natürlich von enormen Summen. Wenn ich jetzt nur das hier sage, das ist das, sage ich mal, 8- bis 10-fache. Ja, kein Vergleich. Und das sind natürlich wichtige Punkte für die Zukunft. Hier sehen wir nochmal unsere grandiose Technologie. Hier übrigens das Museum. Unten drinnen, wo die Projektunterstützer, die bis April 2017 investiert und Geld gegeben haben, alle oben verewigt sind. Für diejenigen, die das noch nicht wissen. So, und hier haben wir ihn, Anatoly Eduardovich Junitsky, das Genie in meinen Augen. Und alles über seine Technologie, über seinen Start, über seine Ideen von 1977 an, findet ihr auf dieser Webseite hier. Unitsky Engineers. Ich bringe es ganz zum Schluss nochmal, dann könnt ihr es auch abschreiben. So, hier als junger Mann, hier seine ersten Tests in Ossory bei Moskau von 2001 bis 2009. Hier seine große Vision Spaceway. Unitsky, hier haben wir sie, die Seite, so sieht sie aus. Hier hat er auch Biografien und Bücher geschrieben. Auch in Englisch. Ja, ich habe sie, die englischsprachigen. Hier kann man dann auch seine Messwerte, seine Berechnungen alle nachvollziehen, wer zum Beispiel Ingenieur ist, er hat alles dokumentiert. Und hier haben wir haben insgesamt 11 Fahrzeuge und die meisten sind schon zertifiziert. Hier Personenverkehr von 2 bis 200 Personen und Fracht eben von bis 35 Tonnen. Und hier unten haben wir noch das Unitrans. Also das sind übrigens die Seekontainer und das ist das Unitrans, das ist ein spezielles Förderband für Kohle, für Steine und sowas, wo man von A nach B die Ware auch auf eine besondere Art transportieren könnte. Also es ist eigentlich alles da, was für Fracht notwendig ist. Und es gibt noch zahlreiche, die schon in der Ausarbeitung sind. Und wen das interessiert, der kann sich mal auf der Unitsky Engineers schauen. Da gibt es schon Unterpunkte, wo man sehen kann, was schon in der Planung ist. Ja, das nur mal so nebenbei bemerkt. Das sind jetzt hier natürlich Fotomontagen, wie es aussehen könnte in der Zukunft über Wasser oder über die Straßen, dass man hier nicht große Erdarbeiten und so weiter benötigt, keine großen Kosten, keine Umstrukturierungen, keine Bäume zur Seite schaffen muss und so weiter und so fort. So, was auch noch interessant ist, ist hier, wenn man durch Gebäude durch muss, zum Beispiel durch Hochhäuser in Städten, das belastet nicht hier das Fundament, ja, weil der String hier trägt. Es muss hier nicht auf Stützpfeiler, sondern es ist hier draußen gestützt, gespannt und es geht nur das Seil durch. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. So, hier haben wir zwei neugierige Herren von einer Seilbahnfirma, die sich natürlich dafür interessieren, was denn da Grandioses, ja, hier haben wir sie, was da denn Grandioses auf der anderen Seite passiert. Und rechts im Bild sehen wir noch das Fahrzeug, das 2018 vorgestellt wurde. Hier Unitsky mit Patenten. Dann haben wir hier ein interessantes Dokument, die ISO 9001:2015 aus TÜV Thüringen. Ist für uns Deutsche natürlich sehr interessant, ja, weil wir wissen ja, wie hoch die Standards sind in Deutschland. Und hier wurde das Unternehmen qualitativ getestet, ja, und hat diesen Standard bestanden. Und dass sie sich dem aussetzen, finde ich schon sehr faszinierend. Dann hier Patente, Patente, Patente für die Technik, für die Fahrzeuge und so weiter. Dann hier mittlerweile schon 3 Golden Chariots, hier die Anne oder die Aufnahme in Brüssel im Verein, dem Internationalen Association für Personenverkehr, auch ein wichtiger Aspekt, um Förderungen zu bekommen. So, und hier haben wir die Gebäude. Also Skyway ist ja keine Kleinigkeit mehr. Skyway hat mittlerweile auf 10.000 Quadratmetern Fläche, sind sie unterwegs. Und wir haben über 1000 Mitarbeiter schon bei Skyway, ja. Es gibt mittlerweile noch ein 10-stöckiges Gebäude, das jetzt nicht hier im Bild ist, das schon gekauft wurde. Ist alles schon im Besitz auch der Projektunterstützer. Hier die vielen Mitarbeiter, das sind die Office-Büros. Sie sind alle real so, wie sie sind. Ich habe sie schon besucht. Ich war in diesem Gebäude schon. In einem weiteren war ich auch schon. Hier war ich nur in dem kleinen Gebäude hier schon mal. Das ist wo die Prototypen und die Miniaturen hergestellt werden. Und hier, das ist schon für Serienfertigung ebenso das und das.
Gibt ja auch schon zahlreiche YouTube-Videos. Bitte seht euch das an. Übrigens auch für die Fahrzeuge und so weiter. Es gibt en masse Hintergrundinformationen, wenn man sich da näher interessiert. So, gestartet wurde das Ganze laut einem Businessplan. Moment, zurück. Laut einem Businessplan, ich wollte Ihnen nicht den hier, 2016 nach einigen Schwierigkeiten in Litauen, das war ein ehemaliges Panzermilitärgelände, hat man 2018 gestartet mit den Rodungen. Viele unserer heutigen Gäste, die wir noch haben, waren damals live dabei, haben mitgeholfen. Damals in dem Businessplan waren nur drei Strecken geplant, mittlerweile gibt es sechs. Und auch da hinten, also hier haben wir die Frachttrasse, hier haben wir, Momentchen, das ist die Trasse mit der halbflexiblen, mit der durchhängenden. Dann haben wir da hinten die heiße Trasse. Da gibt es irgendwo dazwischen, ich kann es jetzt kaum erkennen, ist die Strecke, die mit den Rohren aus Österreich. Und da hinten, das ist natürlich jetzt auch schon anders, ist das für die schweren Seekontainer. Die waren alle nicht geplant. Drei waren geplant, aber man musste das eben machen, weil einfach die Aufträge, das Interesse da ist. Und ohne was zu zeigen, geht nichts. Ja? Ich finde das fantastisch. Ja? Genauso hier ein Bild, ein Live-Bild aus, von dem jährlichen Ökofest. Man sieht auch hier Realfoto, hier auch nochmal Bild, Realbilder eben aus, von den Investoren vom Ökofest. Das ist übrigens, ach hier sehen wir, das ist diese Leichttrasse auf diesem Rohr. Man sieht es hier schon. Hier kann man auch nur leichte Fahrzeuge eben dran fahren lassen. Das sind die sogenannten Endlösungen. So, und 2018 hat man dann gestartet, das ist der Plan dafür, in den Emiraten, nämlich in Sharjah, in diesem Hochschulgelände, wo man 28 Hektar bekam, um eben dort vier Trassen und eben dieses Ökohaus, das ist ein Holzhaus, man brauchte eine spezielle Genehmigung, um dort demonstrieren zu können, dass man hier ohne Klimaanlagen eben existieren kann, auch in diesen Hitzen. Ja, hier sieht man schon Realbilder von Fahrzeugen, die auf der ersten Strecke fahren, die zweite ist ja, soll ja bis Oktober fertig werden. Die wird dann auch schon real genutzt. So, und hier sehen wir noch ein Bild von März, wie dieses Ökohaus innen ausschaut. Und Holzhäuser, wohlgemerkt, sind dort wegen der Hitze nicht erlaubt, aber Junitzki hat eben die Sondergenehmigung bekommen. So, und so wird es dann in der Zukunft aussehen in Dubai, wenn die Fahrzeuge fahren. Also ihr seht schon Fotomontage, ja, hier in der Wüste. So wird es aussehen oder hier. So sieht Dubai aus. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich war ja letztes Jahr in Dubai. So, fassen wir zusammen. Skyway ist sehr innovativ. Auch wenn Junitzki nur bestehendes Wissen optimal miteinander kombiniert hat, aber er hat es wirklich optimiert mit idealen Möglichkeiten. Es ist überirdisch, damit natürlich auch sicher. Ja, überirdisch, sicher. Es sind Hochgeschwindigkeiten geplant bis zu 1200. Wir werden in Abu Dhabi dann zwei Hochgeschwindigkeitsteststrecken bekommen, bis 500 und bis 1200. Die Hyperloop-Strecke, es ist sehr effizient, leicht integrierbar. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann überall sich entsprechend anpassen und natürlich, das haben wir auch gesehen, umweltfreundlich. Also ideal, was Skyway alles anzubieten hat. Hier nochmal Bilder, Realbilder aus dem Ökopark. Hier hinten sind übrigens die Bäume der Projektunterstützer und hier das ist die Frachttrasse. Also ich kann es nur jedem empfehlen, dort mal live hinzufahren. Ich war jetzt dreimal dort. Es ist immer was Neues und es ist faszinierend. So, und für diejenigen, die Projektunterstützer sind oder werden wollen oder ich kann es nur empfehlen, in der jetzigen Situation dieses Projekt zu unterstützen, schon aus umweltfreundlichen Gründen, aber auch aus persönlichen Gründen. Ja? Es gibt im Moment eine ganz spezielle Aktion. Wer das nicht verstanden hat, Fragen dazu hat, kann mich gerne unter dieser E-Mail hier rosemarie-kirner@skyway.capital, ist eine offizielle Firmen-E-Mail, kontaktieren oder wenn ich persönlich kenne, auch direkt kontaktieren und ich werde das auch nochmal erklären. Ja, also das ist eine einmalige, geniale Aktion, wie sie überhaupt nicht mehr zu erwarten war und ich kann nur jedem raten, diese Aktion für sich zu nützen. Sie gilt noch bis
Ende Juni, also bis 30. Juni. So, das wäre es dann von meiner Seite. Ich übergebe dann an den Daniel und an unsere Vorstandschaft. Ich möchte euch noch kurz vorstellen. Oh, ich habe jetzt, Moment, mal hier rüber. So, heute unterhalt, also eure Rede und Antwort stehen werden euch. Moment, wo ist es? Bild? Mag er mich nicht mehr, der Pfeil? Unser Chef, Jewgeni Kutaschow. Dann Dr. Maslow, mit dem ich weitgehend immer, ja, den ich immer kontaktiere, wenn ich Fragen habe. Und Alexei Suchodeyov, den kennt man auch aus den russischen Webinaren. Hier sind noch weitere Mitglieder, ihr findet sie auch auf der Seite. Das ist die Injetta, die Irina Volkova und der František, aber die werden heute nicht dabei sein. So, und ich übergebe jetzt an den Daniel. Mit Hallo, der uns das Ganze übersetzt. Moment, jetzt muss ich bloß mal schnell schauen. Für die Fragen. Здравствуйте, Владимир. Вас всех приветствует. Немецкая наша группа. Надеюсь, вы меня слышите. Вот, Роза Мэри передала сейчас мне, чтобы мы начали общение, то есть чтобы можно было задавать вопросы. Розе, damit wir die Agnes, ja, und okay, also ihr habt im Vorfeld Fragen gestellt und wir haben sie jetzt zusammengestellt und geben die in dieser Form weiter. Ich lese sie jetzt vor, Daniel wird sie übersetzen, wird dann die Antwort der Borders oder der Vorstandschaft zurück übersetzen und ich übergebe dann die nächste Frage. Also die erste Frage, ist eine Gewinnausschüttung für 2020 oder 2021 vorgesehen, zu erwarten, beziehungsweise wird es vor dem Börsengang eine Gewinnausschüttung geben? Ja, Dividend. Oh, Entschuldigung, Daniel, ich habe die alten Folien, aber du kommst schon mit. So, Евгения, значит, also, Евгений, вы и Владимир, значит, я вижу, вы здесь находитесь. Вот, и, значит, будут сейчас мы зачитаем вопросы, которые у нас есть, и было бы здорово, если бы вы нам ответили на эти вопросы. Первый вопрос, значит, когда ожидается ли в 2020-2021 году выплаты от или какие даже предоплаты, как уже были, и будет ли часть этой предоплаты выплата до IPO? Такой вот вопрос интересный. Евгений? Владимир Маслов тоже. А, Алексей тоже здесь. Приветствую вас тоже. Добрый вечер всем. Приветствую. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Von Herr Maslow. Я заранее поблагодарю переводчика Даниэля за очень хороший доклад, который услышал, не понял, но я понял, что хорошо доложила Розмари. Erstmal ответ на вопрос. Haben das mitgekriegt, wie toll sie das präsentiert hat? Я отвечу на этот первый вопрос, который здесь есть, да? Он здесь есть, этот вот, это я понимаю. Herr Maslow wird jetzt für die Frage, diese Frage jetzt erstmal beantwortet. Трудно ответить так, что будет ли в 2020-2021 году, в частности, планируется выплата перед выходом на биржу. Для этого надо просто понимать, значит, что является условием при выплате дивидендов. Es ist nicht so einfach, natürlich auf diese Frage eine Antwort. Was ist ein obligatorisches Bedingung? Dafür ist notwendig, damit die Dividenden ausbezahlt werden, dass die natürlich die Gesellschaft auch mal Gewinne macht. Только при этом принимается решение о выплате. Можно принять решение о выплате дивидендов.
Nur dann wird natürlich auch eine Entscheidung dann getroffen, dass irgendwelche Auszahlungen getätigt werden. И в первую очередь, естественно, выплачивается сумма, выделяется сумма 25% от годовой прибыли, и это идет на дивиденды. Und als erstes werden die 20% jährliche Rendite an Dividende ausbezahlt. Если мы посмотрим, тут задан вопрос, предусмотрена ли выплата дивидендов? В бизнес-плане, да, переведите. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt vorgesehen, dass diese Dividende ausgezahlt werden? Im Businessplan steht es. Предусмотрена, да, выплата, но там год, если мы посмотрим бизнес-план, мы отстаем или, скажем, бизнес-план у нас сдвинулся где-то на 2,5-3 года. Там предусмотрена в бизнес-плане выплата в 2018 году по хорошему, по оптимистичному сценарию, а по пессимистичному в 2020-2021 году. Im Businessplan ist das vorgesehen, da wir aber jetzt, was Planung angeht, circa 2 bis 2,5 Jahre hinterher hängen, es verschiebt sich das, weil das war ja ursprünglich schon 2018, da wollte man dann halt auch die Auszahlungen natürlich auch mal machen. Allerdings fehlen natürlich die Gewinne da dazu erstmal. И как я понимаю, что вполне реально, что в 2021 году, лично я рассчитываю на эти дивиденды в 2021 году. Величина их какова будет, это другой вопрос. Даниэль. So wie jetzt der Herr Maslow einschätzt, es ist real, dass wir schon 21 eventuell Auszahlungen machen können. Поэтому абсолютно достаточно близко. Причем второй вопрос или подвопрос был, что выплата дивидендов не зависит от, значит, там есть вопрос такой, что планируется ли выплата дивидендов перед выходом на биржу. Не только планируется, а это очень важно, чтобы дивиденды выплачивались. И выплата дивидендов не зависит от того, выводится на биржу или не выводится компания, так? То, что выплачиваются дивиденды по акциям, это сильно влияет на биржевую стоимость в лучшую сторону этих акций. Natürlich ist es Это ничего. vorgesehen, dass die Auszahlungen stattfinden. Das hat natürlich dann halt auch die Wirkung auf die Aktien im Endeffekt. Denn diejenigen, die da investiert sind, sehen auch dann die entsprechende Rendite für sich. Там был еще вопрос, значит, известна ли точная дата выхода на Da биржу gab es акций. auch eine Frage, По этому ob jetzt поводу. eine klare Datum gibt es für einen Börsengang. Здесь можно сказать, что, значит, что влияет на решение о выходе акций на биржу, на Was выводе. Это не так, что кто-то захотел и вывел. was hängt damit zusammen, dass wir an die Börse gehen? Es ist ja nicht einfach so, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen auf die Börse und gehen mal raus. В первую очередь, объем активов компании, характер имущества и капитализация компании. Вот основные, как бы первые такие, с чего начинается рассмотрение. Выводить, не выводить на биржу Als компании. erstes wird natürlich dann die gesamte Bewertung von Aktiv von dem, was die Firma schon bereits hat. Ja, das muss natürlich da sein, dass das genügend Kapital praktisch schon da ist in Form von Aktiven, ja, von unterschiedlichen Aktiven, so wie Gebäude oder auch Werke. Сколько объем заказов, находящихся в работе у компании? Очень Und важная dann ist дата. wichtig natürlich auch, wie viele schon Bestellungen da sind. Естественно, объем предзаказов. Вот господин Юницкий, Анатолий Эдуардович, он когда отвечал на вопросы, он очень подробно сказал, что
Есть очень серьезные предзаказы, но о них много сейчас не говорят. Dann ist es natürlich wichtig, wie viele Vorbestellungen schon da sind. Der Anatoli Eduardowitsch hat auf Ökofest das erwähnt, dass das welche kommen, aber momentan wird darüber nicht öffentlich gesprochen. И естественно очень важным является, если компания уже продавала или какие-то у нее есть владельцы акций. В нашем случае, в идеальном случае, по окончании 15 этапов, у нас будет 50% акций минус одна акция в руках уже, скажем так, как бы владельцев этих акций. И это очень сильный аргумент при выводе на биржу. Bei uns in unserem Fall ist auch wichtig, wie viele Leute, wie viele Inhaber von diesen Anteilen da sind. Und in unserem Fall ist es so, dass wir mehr als 50% wir selber alle diese Anteile im Endeffekt dann besitzen werden. Поэтому я так длинно почему отвечаю на такой короткий вопрос? Потому чтобы люди понимали, что очень просто задать вопрос, известна ли точно дата выхода на биржу. Es ist natürlich sehr einfache Frage, einerseits gesehen. Aber natürlich, um das zu beantworten, muss man halt gewisse Dinge natürlich berücksichtigen. Deswegen antwortet er nicht direkt jetzt auf diese Frage, sondern mit einer Erklärung. С того момента, когда начато принято решение начинать выводить на биржу, на IPO, проходит обычно проходит от 10 до 24 месяцев. А что является решением? Да. Ab dem Moment, wo man jetzt die Entscheidung getroffen hat, dass wir dann auf die Börse gehen, vergehen circa 10 bis 24 Monate. Die Frage ist, wann oder wie wird das dann die Entscheidung getroffen, wann man an die Börse geht? И для этого должен быть достаточно длинный процесс. Я очень коротко здесь сказал, скажу только то, что от решения аудиторов, которые будут аудитировать и проверять компанию, делать due diligence, и в конце концов от решения биржевого комитета о котировке этих акций. Dann wird natürlich die entsprechende due diligence gemacht, also Bewertung von Unternehmen, und die Kommission werden dann auch diese Dinge alle kontrollieren, und davon hängt es dann halt auch ab, wie lange das dann im Endeffekt dauert. Вот на первые вопросы ответ. И теперь я бы ответил еще, значит, на то, что тут человек задавал вопрос, следующий, третий вопрос. Und третий вопрос, переведите его. Das war schon die erste Antwort. Ja, und jetzt möchte Herr Maslow auf weitere Frage eine Antwort geben. Ja, aber, пожалуйста. Что человек в 2016 году приобрел доли в количестве 471 тысячи штук. Какова их стоимость в 2020 году? Но он это задает не потому, что хочет знать, а он хочет знать, чтобы внести в налоговую декларацию. Понятно, да? Die Frage war, auf die jetzt Herr Maslow antworten möchte. Hier hat man ein Beispiel gegeben, wo jemand 471.000 Anteile im August gekauft hat, und da hat er mehrere Unterfragen gestellt. Die erste wäre, was das eigentlich mit Finanzamt an sich hat, ob man da dafür auch gleich Steuern zahlen müsste. Я могу полагать, что в 2016 году их себестоимость, или так называемая залоговая стоимость, была 2355 долларов. Там был примерно дисконт, я думаю, 1-200. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. А себестоимость 2000... Да. Die Schätzung, dass derjenige, der hier jetzt diese Frage gestellt hat, 2016 circa 2355 Dollar dafür ungefähr bezahlt hat für diese Anteile. В 2020 году при таких дисконтах, вот их так называемая расчетная стоимость. Но важно то, что человек задает вопрос, что внести в налоговую декларацию. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Okay, und hier, wenn man das jetzt, sage ich mal, vergleicht, hier kann man natürlich nur sagen,
was würde man heute für diese Anzahl der Anteile bezahlen? Und das sind dann halt mit heutigen tollen Discount, die wir haben, zahlt man aber trotzdem 4.700 oder 11.775 Dollar für diese Anteil, für diese Anzahl der Anteile. Тут можно еще много вопросов задать, но я отвечу прямо только на этот конкретный вопрос. Тут можно немножко порассуждать, но это не тема нашего сегодняшнего разговора. В налоговую декларацию, если человек считает необходимым внести в стране его резидентства, это в Германии или где-то там в Австрии или в Швейцарии, внести то реальное, что он вложил, так называемое, в их стоимость, то есть их залоговая стоимость, то есть залог, который он имеет. Это и есть стоимость, которую он должен продекларировать. Momentan, wenn jemand das steuerlich mal geltend machen möchte, vorhat oder sowas, also auf jeden Fall deklariert man eigentlich das, was man bezahlt hat, weil man ja praktisch der Firma erstmal Darlehen gegeben hat. Und wenn das jemand unbedingt jetzt deklarieren möchte, dass der jetzt jemand Darlehen gegeben hat, darf er natürlich das selber tun. Но когда выйдет на IPO компания, то тогда, значит, с момента там иначе будет рассчитываться их стоимость потом. Und natürlich, wenn das die Gesellschaft Börsengang macht, dann wird das natürlich auch ganz anders entsprechend berechnet. Так, и теперь здесь еще вопросы, я тогда передам слово еще коллегам, там еще были, наверное, вопросы, эти вопросы, которые, значит, до меня дошли. Когда эти доли могут быть преобразованы, во что и по какой стоимости? Вот этот вопрос. Когда эти доли могут быть преобразованы, во что и по какой стоимости? Ja, hier war noch die Frage, welcher Wert entspricht, oder wann kann man natürlich dann diese Anteile schon in Geld umwandeln und dann in welchen zu welchem Preis, war noch die Frage. Jetzt kommt die Antwort. Herr Maslow. Понимание в русском языке, значит, доли переводятся в акции момент, когда она начинается, как бы котировка на бирже, туда переводится акция, а не доли. Это так называемый, ну, что ли, вот такой момент. Но в английском языке акция, она и есть акция, и она, ее не надо ни во что преобразовывать. Поэтому акция и есть акция. Ее стоимость, номинальная стоимость 1 доллар. Таковой она будет и при выводе на, значит, на биржу по номинальной стоимости. Okay. А биржа уже покажет, какова ее стоимость. Окей. Es gibt nämlich die Differenzen, was Sprachen angeht. Ja, in deutscher Sprache wird es ja auf jeden Fall so sein, dass das es wird zu Aktie umgewandelt von den Anteilen oder beziehungsweise vom Darlehen dann halt in Aktien umgewandelt, erst wenn dann der Börsengang stattfindet. Das wird dieser Momentum dann im Endeffekt sein. Und der Preis zu dem Zeitpunkt wird dann halt nominaler Preis sein von einem Dollar, so ist das geplant. И последний вопрос из этой серии, значит, можно ли их конвертировать, акции, в криптовалюту? Когда они будут в обороте, то, естественно, можно продать и приобрести криптовалюту или и продать их на биржу, если она будет использовать криптовалюту как средство расчета. Но я так полагаю, что этот вопрос немножко под другим углом задан. Переведите то, что я сказал. Ja, und dann jetzt zu Frage. Ob man wird es möglich sein, die Erträge und Gewinne in Bitcoin oder andere Kryptowährungen auszahlen lassen? Ja, das war die Frage. Und dat, um natürlich jetzt mal um diese Frage einfach zu beantworten, es wird natürlich, wenn die Möglichkeit dann halt auch da ist, auf der Plattform wird dieses auch möglich sein. Der möchte jetzt aber die Frage ein bisschen ausführlicher erklären. Но мы здесь должны понимать, что если здесь имеется в виду просто обмен на Skyway Global токены, как на таковые, то, естественно, какой-то, может быть, обмен и будет еще.
Я об этом ничего не знаю пока, но он может быть. А дальше уже... Es kann sein, dass jetzt auch eine Tausch von Anteilen, die wir jetzt praktisch als Anwartschaft für uns haben, dass diese Anteile in Token, SWG-Token, umgewandelt wird. Allerdings habe ich diese Informationen noch nicht da und kann, weil das noch nicht von offizieller Seite ist, entsprechend bestätigt worden ist. Deswegen kann er diese Information noch nicht geben. И мы должны понимать, что фактически токены, выпуская компания, она выпускает не для того, чтобы аккумулировать обратно акции, а выпускать для того, чтобы получить денежные средства. И поэтому я полагаю, что это нерационально делать, чтобы менять, конвертировать акции еще в криптовалюту внутреннюю или так называемую Skyway Global Token. Это нерационально делать компания. Und das ist halt so, dass das, diese Möglichkeit wird eventuell noch geben. Allerdings seine persönliche Meinung, dass man mit den Anteilen, die man jetzt schon so besitzt, besser fahren wird, wobei das natürlich jeden seine persönliche Entscheidung sein darf. Есть бизнес-модель, когда это можно и целесообразно делать, но это уже отдельный разговор. Es gibt auch ein Businessmodell, wie man das sinnvoll machen könnte, aber das ist eine andere Thema, die etwas länger dauert und das wird auch zum späteren Zeitpunkt offiziell dann halt auch einem mitgeteilt. Я тогда сейчас передаю слово моим коллегам, чтобы ответить на другие вопросы здесь переданные, которые мы заранее получили. Okay. Вот. И Маслов gibt jetzt an die Kollegen, dass die auch die anderen Fragen für uns beantworten. Und wir bedanken uns erstmal für diese Antworten. Мы благодарим вас, Владимир. И я на связи. Да. Хорошо. Здравствуйте, Евгений, еще раз. Хорошо меня? Да, прекрасно слышно. Да, Даниэль, вопросы, которые пришли, да? Так, ждем обратную связь, да, поэтому, ну ладно. Я прочитал вопросы, которые были присланы. В основном они все крутились вокруг одного вопроса. Я думаю, что и уверен, что есть еще масса вопросов, которые, собственно, вас волнуют, да. Я сегодня думал, что у нас будет встреча непосредственно только с лидерами, да, только с партнерами, вот, но также у нас присутствуют сегодня и новички непосредственно. Но готов ответить, да, я как бы, ну, подготовился там немножко по платежным системам, знаю, что есть более определенные, вот, также по некоторым нововведениям, которые у нас, собственно, ожидаются и уже что-то сделали. Okay, und zwar, Herr Gülschow hat jetzt hatte die Information, dass jetzt auch die Führungskräfte da sind, wo man jetzt die Antworten vielleicht auch mal anders bearbeiten kann, da es halt auch neue Leute da sind, die auch das Konzept noch nicht richtig kennen, wäre das vielleicht auch nicht so passend. Alle Antworten tiefgründig halt durchsprechen, aber er wird jetzt auf eine oder andere Frage entsprechend angehen und auf die Neuigkeiten. Да, переведите еще, пусть люди сформулируют какие-то вопросы, да, вы потом переведете самые такие накипевшие, я на них отвечу, помимо того, что я как бы еще подготовил. Okay, also ich werde jetzt noch eine Frage vorlesen, beziehungsweise Übersetzung von einer Frage noch vorlesen, was wir hier haben. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt diese Fragen dann auch entsprechend beantwortet bekommen. So. Да, хорошо. Я сейчас тогда прочитаю, потому что у нас еще вот эти вот вопросы есть. Номер 6. Wann wird все понятно, Dubai сразу, selbst все понятно, die 15 Kilometer gebaut? Wann erwartet man praktisch diese Bauart? То есть вопрос, когда
начнется, значит, строительство 15. Из последней информации от Анатолия Эдуардовича, полученной где-то недельки 2-3 назад, что в этом году мы начинаем строительство. Вот, конкретно, вот именно с привязкой к дате этой информации не разглашается и не говорится. С учетом того, что этот момент сейчас оттягивает сейчас, ну, коронавирус, и то, что из дома выходить нельзя, и это сейчас у нас уже продолжается порядка 2 месяцев, и даже тот момент, что Анатолий Эдуардович не может приехать в Арабские Эмираты, потому что закрыты границы для резидентов в том числе. Okay, also jetzt nach letzten Informationen, die man von Anatolij Dorovic bekommen hat, vor circa 2 Wochen, ist das so, dass die Baubeginn dieses Jahr starten wird. Die Frage, wann das beginnt, wann wir starten, wird noch nicht freigegeben, vor allem durch die jetzige Kasper-Theater, aber was hier weltweit abläuft, ja, kann man das nicht genau sagen, wann das jetzt passiert. Allerdings, die Problematiken dadurch, dass Anatolij Dorovic nicht nach Dubai auch selbst fliegen kann, verhindern natürlich auch mal etwas вот, den исходя Start. Из этого, был дан ответ однозначный, что в этом году мы приступаем вот, к исполнению адресного проекта. Auf jeden Fall, aus dieser Situation heraus hat man schon die Frage beantwortet, dass man dieses Jahr beginnt. Aber das bleibt natürlich offen, wann genau. Там какие еще вопросы были по конкретно постройке? Потому что я, ну, на самом деле владею информацией, может быть, чуть-чуть больше, чем все партнеры непосредственно и РСВ, и без разницы все, потому что информация носит в себе, ну, на самом деле, конфиденциальный характер. Да, мы-то понимаем, что это нас двигает, да, это двигает, собственно, весь проект, непосредственно SkyWorld Community, также сам непосредственно фонд RSV Systems, что мы без этой информации тоже не можем, да. Вот, переведите это и продолжим. Also, es ist natürlich für uns alle, die dieses Projekt unterstützen. Wir wollen natürlich diese Informationen bekommen. Ja, wann beginnt jetzt das oder jenes? Ja, wir Deutsche, wir sind ja natürlich auch noch mehr auf diese genauen Daten halt, wie soll ich sagen, wie man das dann sagen kann. Auf jeden Fall sind wir natürlich, wir wollen die Daten hören, ja, wann es tatsächlich beginnt. Allerdings kann man das hier leider nicht konkret sagen. Wann das stattfindet. Allerdings, wie gesagt, dieses Jahr wird schon das losgehen, beziehungsweise Evgeny hat noch erwähnt, dass er natürlich ein bisschen mehr, etwas mehr Informationen hat als jetzt jeder von uns. Ja, und es wird halt in offiziellen Seiten natürlich das einem weitergegeben. Jetzt haben wir noch eine Frage. Wann beginnt Bau von Privatstraße über den See in Marina Gorka? Да, сейчас я договорю свою мысль. Вот. И как только мы начинаем публиковать какие-то конкретные даты, либо конкретных подрядчиков, либо еще кого-то, мы получаем очень много на самом деле сопротивления в виде тех недоброжелателей, которых у нас на самом деле очень много, в виде различных писем в эти органы, какая-то непонятная информация доносится, за что приходится постоянно оправдываться и как бы доказывать совершенно обратную точку зрения. Noch ein wichtiger Punkt, was hier natürlich auch mal der Wachstum vom Projekt verhindert. Je mehr Information Firma nach außen gibt, ja, desto mehr Gegenwind bekommt SkyWay selbst zu spüren, weil natürlich die Leute, die Anteile besitzen, anfangen, ja, man kann natürlich nicht alle kontrollieren, anfangen, irgendwelche Briefe zu schreiben, anzurufen oder entsprechenden auch Herstellern, wo man Verträge gemacht hat,
anzugehen und die nach Wahrheit danach fragen, ob die tatsächlich mit Kontrakte haben und so weiter und so fort. Diese alle Dinge behindern natürlich auch dann die normale Arbeitsweise und dadurch bekommt man halt auch einen starken Gegenwind. Die Partner sind nicht gewohnt, dass die Hand von tausenden Leuten jetzt angeschrieben werden. Dafür haben die natürlich gar keine Zeit. На самом деле большое количество информации, которую вы сейчас можете получить в целом о развитии проекта и также ответах на вопросы, это из блога личного Анатолия Эдуардовича Юницкого. Мы сейчас подготавливаем переводы для того, чтобы вот эти ролики, которые записаны на русском языке, были доступны для наших всех партнеров. Очень ценная информация. Okay. Und tatsächlich ist es so, dass momentan auch diese internen Informationen viel mehr von der Anatolij Dardovic seine persönliche Webseite abzulesen sind. Allerdings das Problem, was wir ja haben mit der Übersetzung, ja, geht man jetzt entsprechend auch an und die Frage-Antwort von Anatolij Dardovic, Jenitski, die da sind, werden jetzt in Kürze dann halt auch übersetzt. Auf Deutsch, dann auch auf Deutsch übersetzt. То есть мы правильно поняли, что будет, значит, перевод на немецкий язык тоже. По поводу вот словесной или текстовой формы, честно, не помню, не знаю. Вот знаю, что взяли в работу там сегодня или вчера, это было день за днем, если честно, идут и уже не понимают. Да, да. Давайте я уточню этот момент. Ну уже как было принято решение, да. Не могу, извините, ответить, вот, но перевод будет, то есть информацию донесем в полном объеме. Auf jeden Fall ist es geplant, dass man die Dinge entsprechend übersetzt. Ja, wir wollen natürlich Ton haben, nicht nur jetzt lesen. Ja, da sind wir schon alle ein bisschen zu faul. Ja, ein Ton wäre natürlich super gut. Ja. Er kann das jetzt noch nicht uns zu hundertprozentig zustimmen, dass das dann auch passiert, aber eine schriftliche Übersetzung bekommen wir schon. Ja, und Ton, da arbeiten wir dran. Daniel, там какой-то еще был вопрос. Aha. Jetzt zu der Frage, was da noch offen ist, wann jetzt diese Privatstrecke auf Marina Gorka über den See da von Anatolij Eduardovic Junitski, der hat es ja auch auf Ecofest das erwähnt, dass da auch eine Strecke gebaut wird und da haben wir eine Frage hier, wann der das ebenfalls vorhat zu bauen. Это вопрос, когда Анатолий Эдуардович именно вот эту приватную свою построит Марьиной Горки. Построена, которая говорилась. Да, через озеро. Да, помню этот вопрос, я видел. Вот этот вот проект. Вы знаете, я вам так скажу, по времени он сам как бы пока не знает, не понимает, да, потому что приоритеты, но они в любом случае как бы не на фермерское хозяйство, которое стоит, да, и он как будет являться первым заказчиком своей собственной транспортной системы, которую там построит. Вот. Я думаю, что может быть в течение пару лет это исполнится. Вот. Все зависит на самом деле от свободных рук и концентрации, так сказать, внимания инженера. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall, ist das, was Priorität angeht, ist das ja, dieser Transport für Bauer oder so, das ist natürlich wirtschaftlich gesehen nicht jetzt wahnsinnig rentable Investition, ja, und deswegen wird das nicht als Priorität momentan gesehen, ja, und man schaut, dass man andere Dinge, die wichtiger sind, erstmal macht, aber das hat er vor, das zu bauen, wann genau, das steht noch leider nicht fest. Mhm. Еще какие-то вопросы остались из того списка? Да. Da haben wir noch eine Frage. Gibt es
ist damit zu rechnen, dass noch weitere Projekte dieses Jahr gestartet werden oder weitere Bestellungen auch mal schon da sind. Ja. Вопрос следующий. Будут ли или есть уже запланированы какие-то еще проекты, кроме названных нам Байского и вот Анатолия Эдуардовича? Да, есть я, конечно, понимаю, что, хочется, чтобы струнный транспорт как бы сразу и в Москве строился, и в Дубае, и в Берлине, может быть, до Парижа дорогу проложили. Это все понятно, да, наше желание, но мы всегда торопились, да, начиная с 2014 года, и хотели вот этих результатов, чтобы вот уже через полгода все поехало, все ехали и пользовались данным транспортом. Переведите. Ja, natürlich, natürlich wollen wir alle, dass da noch zusätzliche Projekte jetzt dann halt mal auf die Schnelle gebaut werden. Und leider hatten wir auch schon diese Erfahrung gehabt, dass wir dann zuvor eilig irgendwelche Projekte von Moskau nach Paris oder sonst was schon in Augen gesehen haben, dass es jetzt, oh, das könnte klappen. Ja, das wollen wir natürlich alle sehen, dass es jetzt vor uns steht und bald wird das gebaut. Diese Informationen helfen natürlich den Unterstützern, die Informationen nach außen zu bringen und weitere Unterstützer darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt folgt die weitere. Теперь просто проанализируйте то, что было сделано всего за 5 лет. И чтобы вам показалось это недолго, а быстро, сравните с транспортной технологией Maglev, да, где Шанхай до аэропорта больше 60 лет потребовалось на строительство и на вывод этой технологии. И за все это время был реализован только один проект. Jetzt ist es so, dass wenn wir jetzt wir bewegen uns hier in reale Transportwesen und hier läuft die Zeit nicht so schnell. Das sind keine virtuellen Dinge, die von Fingerschnipsen sofort da sind. Und Evgeny hat jetzt ein Beispiel gebracht von der Firma. Evgeny, sind Sie hier? Шанхай аэропорт, поезд на магнитном подвесе. Also gut. И Шанхай из аэропорта до города. Ja, er meint jetzt, es gibt ja ein Projekt von Magnit, von Schwebebahn, der sehr, sehr lange Zeit, Jahrzehnte geplant wurde und umgesetzt wurde, wo dann wirklich sehr lange Zeit dafür gebraucht wurde. Und bei uns geht es ja natürlich einiges schneller. В тот момент, по-моему, в 2018-м у нас Инотранс был, вот как раз непосредственно в Берлине проходил. И когда вице-президент Сименса подошел к Анатолию Эдуардовичу и спросил, а сколько времени вам потребовалось, чтобы создать эти подвижные составы, то Анатолий Эдуардович сказал, вы уж извините, но мне пришлось соврать. Они бы вообще не поверили. Когда я сказал, что год, он сказал, это так быстро вы сделали подвижной состав. Анатолий Эдуардович сказал, если бы он знал, что это все произошло за 3 месяца, вряд ли бы он не поверил. Ja, und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, InnoTrans 2018, da kam der Siemens-Chef und hat gefragt, wie lange habt ihr denn gebraucht, um das zu konstruieren und das uns hier zu zeigen? Ja, da hat Anatolij Eduardovic leider falsche Informationen gegeben, weil er hat ihm gesagt, circa ein Jahr haben wir dafür gebraucht und er hat gesagt, weil er wollte ihm nicht sagen, dass die 3,5 Monate dafür nur gebraucht haben, um das fertig zu machen. Das hätte er niemals geglaubt, dass es so schnell geht, weil allein als er gesagt hat, dass es ein Jahr gedauert hat, ja, konnte es kaum glauben, dass es so schnell gegangen ist, ja. Я вас я verwundert. Вот, и отвечая на вопрос, где еще намечаются адресные проекты,
Вот я вам скажу, что сейчас вот на первое время, ну это только лишь по моим ощущениям, да, я не технарь и как бы не отношусь к ЗАО «Струнные технологии», что на ближайшие 5-10 лет это будет достаточно арабских стран. Und nochmal auf die Frage jetzt mal einzugehen. In den nächsten 5 bis 10 Jahren werden in Emiraten, in dieser Gegend, sehr viele Projekte gebaut. Это время, как раз 5-10 лет, будут созданы инженерные школы, будут созданы университеты, которые смогут полноценно возводить струнные дороги в каждой стране. In dieser Zeit werden natürlich auch die Schulen darauf ausgerichtet, dass die Spezialisten ausgebildet sind, dass wir dann halt auch natürlich diese Arbeiten viel schneller erledigen können, dass wir genügend Personal haben. Und das ist ja alles in Vorbereitung und das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden auch diese Leute dann auch ausgebildet, damit diese Projekte, die wir dann halt bauen, viel schneller konstruiert werden und viel schneller umgesetzt werden. Wie Sie alle wissen, у нас у проекта более 1000 сотрудников, которые работают непосредственно в проектно-конструкторском предприятии. А для того, чтобы реализовывать одновременно проекты в разных странах, нужны десятки тысяч людей, и на это нужно время. Momentan haben wir ja circa 1000 Mitarbeiter, die Planungen entsprechend machen. Wenn wir aber in unterschiedlichen Ländern einige Projekte umsetzen wollen, dann reicht uns dieses Personal nicht aus. Es werden Zehntausende von Spezialisten gebraucht, damit es schneller halt auch entsprechend funktioniert. Есть ли еще какие-то вопросы, которые у нас остались? Gibt es noch offene Fragen? Rosa-Marie, vielleicht hast du noch jetzt eine Frage, die wir jetzt hier noch nicht bearbeitet haben, wo wir jetzt... Also ich hätte eine Frage, ich weiß nicht, ob sie beantwortet werden kann, ist mir jetzt spontan angefallen. Wie sieht es aus mit der Realisierung des SWG-Tokens? Die wird nämlich auch immer an mich herangetragen. Wann wird auch über uns, über unsere Plattform ein Kauf möglich sein? Wann in etwa denkt man, wird das möglich sein, auch mit der Pandemieverschiebung und so weiter? Okay. Следующий вопрос, значит, есть ли какая-либо информация, что вот, или в какой фазе вы находитесь разговоре именно с SVG токеном, будет ли через Skyway World Community возможность именно покупать вот эти вот токены, да? Наверное, Алексей. Да, Алексей очень хорошо этот вопрос знает, изучает, всегда в курсе, он ответит на этот вопрос. Okay. Алексей wird uns diese Frage beantworten. Wir begrüßen Алексей. Здравствуйте, Алексей. Да, коллеги, приветствую. Очень рад вас видеть хотя бы на расстоянии через экран. Но сейчас это тот формат, который для нас должен стать привычным и наиболее эффективной системой работы. Алексей begrüßt uns alle. Man freut sich natürlich, dass wir jetzt uns sehen, jetzt wenigstens in diesem Format. Ja, leider ist jetzt wegen entsprechenden Gründen halt so. Und ja, da können wir natürlich ebenfalls, oder wir haben ja keine andere Wahl momentan, auch so miteinander auch arbeiten. Отвечая про SVG-токен, я хотел бы сказать, что он сейчас разрабатывается для того, чтобы применяться внутри инфраструктурных транспортных комплексов, то есть наших будущих проектов, а не для того, чтобы кто-то на нем заработал. Momentan ist es ja so, dass der SVG-Token dafür entwickelt wird oder daran gearbeitet wird, dass diese Token intern
entsprechend seine Verwendung findet und intern auch dann halt diese alle Abläufe auch in sich abbildet und nicht dafür, dass man jetzt an diesen Token entsprechend, was Geld verdienen angeht, dass man das im Endeffekt damit jetzt den Token halt entwickelt. Ja. Это не больше, чем инструмент, это не больше, чем проездной, либо жетон, хотя применение будет просто масса. Поэтому можно в первую очередь назвать, что это именно utility token. Ja, das ist halt so, dass dieser Token, das ist halt wirklich dafür da, dass wir diesen Token halt für uns nutzen, ob das jetzt als für die Tickets zu zahlen oder damit die Hersteller bezahlt werden und. Das sind viele unterschiedliche Dinge, die wofür dann der Token geeignet ist, und daran arbeitet man in erster Stelle. Das heißt, er ist unsere Nutzungstoken, ja. Und deswegen hat dieser Token natürlich diese Bezeichnung ganz klar verdient. Головная компания готовит достаточно подробную серию обучающих, я бы не назвал это вебинары, а именно будут обучающие видео, может быть, это будет в формате вебинаров, но там будет подробно разъясняться и по функционалу, и для чего вообще как бы этот токен предназначен. Он предназначен для оптимизации с помощью блокчейн-решений тех логистических комплексов, которые будут создаваться. Die RSW-Plattform bereitet auch diesen Informationsfluss für uns vor, und wo es ganz genau erklärt wird, wie dieser Token dann verwendet wird. Diese alle Dinge werden für uns vorbereitet, ja, und freigegeben. Die Arbeit, also es wird jetzt schon eigentlich einiges dafür vorbereitet, dass wir auch diese Informationen an die Hand bekommen. Есть две грани токена, направления токенов для Skyway. Это программно-аппаратный комплекс, то есть обеспечить как раз-таки вот это вот utility применение, и юридическая часть. Юридическая часть – это даже более массивный пласт. Okay, jetzt gibt es jetzt zwei Ausrichtungen. Die erste ist halt wirklich Nutzung von Coin. Das ist die eine Seite des Ganzen, und die andere Seite ist dann halt juristische Seite, dass man von rechtlicher Seite halt dann auch abgesicherten Terrain sich befindet, wo die Transaktionen mit Hilfe von Blockchain-Technologie exakt durchgeführt werden, dass dann halt eben keine Fehler dort sich einschleichen oder halt irgendwelche Korruptionsmöglichkeiten sich ergeben. Die Blockchain merkt das dann sofort. Если вы следите за новостями, то буквально на днях была опробована тестовая схема цифрового евро. Сейчас Visa уже запатентовала решение на базе эфира. А, кстати, вот на базе эфира планируется это решение и в Skyway также. So, es gibt diejenigen, die mit Krypto sich auch beschäftigen, haben vielleicht auch mal mitgekriegt, dass es schon der Euro in digitaler Form auch vorbereitet wurde oder getestet wurde, so wie die Visa auf der Plattform von Ethereum die Möglichkeiten für sich bereits erarbeitet hat. Und da wir halt ebenfalls in Ethereum sind, könnte sein, dass da in diese Richtung halt auch Bewegung für uns da ist. Конечно же. Ja. Да, Дэниел, слышите меня, да? И, конечно же, сейчас такая эпоха достаточно переломная для
блокчейн всей индустрии, и ее невозможно сравнить с 2017 годом. То есть сейчас все намного серьезнее, и юридическую упаковку нужно сделать максимально хорошую. Jetzt sind natürlich, was Blockchain-Technologie angeht, man ist viel weiter als 2017. Ja, 3 Jahre in diesen Bereichen. Es ist wahnsinnig viel Zeit, weil hier alles viel, viel, viel schneller funktioniert. Ja, und dass das hier juristisch alles picobello aufgebaut ist. Ja, so, das ist ja wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und wir sind da dran, dass alle Punkte auch, wie gesagt, juristisch, dass die wirklich reibungslos funktionieren. И от коронавируса тоже юридическая часть затормозилась, потому что юристы банально не могут попасть в свои офисы, где находится вся документация. Поэтому сейчас юридическая часть даже несколько опаздывает перед программно-аппаратной. Обязательно все это наверстается в ближайшее время. Und die, auch ein bisschen Problem, was Corona halt angeht, ist es halt so, dass die Juristen nicht die Möglichkeit haben, die Dokumente sind in Offices und in Büros und die dürfen halt da nicht rein momentan und das ist halt verzögert das Ganze ein bisschen. Allerdings ja, ist man da positiv gestimmt, dass das bald wieder weitergeht. Я приведу пример проекта, на который у криптоэнтузиастов были огромные надежды. Это Telegram Open Network. После более двух лет разработки проект был закрыт. И, естественно, такие ошибки нельзя допускать. Это были ошибки в первую очередь юридической части. И представьте, насколько более серьезный проект по выстраиванию на блокчейн экономики всей транспортной инфраструктуры и комплексов, которые будет создавать головная компания. Это более серьезная задача, чем делали Тон. Ja, es gab im Endeffekt, Alexei bringt uns ein Beispiel mit Telegram. Ich kenne selber das Projekt nicht, Telegram, Projekt Open oder so. Auf jeden Fall haben die dort 2 Jahre daran gearbeitet und leider hat das nicht funktioniert, das Projekt, ja, aus entsprechenden juristischen Sichten hat es halt nicht funktioniert und die mussten halt das Ganze einstampfen. Und solche Fehler will natürlich Anatoly Eduardowitsch auf keinen Fall, dass uns sowas passiert. Und wir haben hier natürlich eine viel größere Aufgabe, da die ganze Transportwesen einzubinden und dass das auch dann halt alles wirklich passt. Und deswegen ist hier die Eile nicht am Platz. И затраты были более полутора миллиарда долларов. И я могу сказать, что в этой сфере больше проще взять деньги, чем создать продукт ценный для блокчейн-индустрии, ценный в том применении, которое было описано в белой бумаге. И нужно думать перед тем, как берешь деньги. Головная компания в первую очередь это понимает, и деньги будут привлекаться только после полностью выстроенной юридической схемы, именно уже в масштабах более серьезных. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es hier die Fehler meistens daran lagen, dass man das Geld akquiriert hat und dann versucht hat, das Projekt entsprechend umzusetzen, das Projekt halt aufzubauen, ja, und da möchte Anatoly Eduardowitsch nicht mit unserem Geld spielen und da will er auf keinen Fall irgendwelchen Fehler machen, deswegen ist gerade
spreche ich jetzt auch, was juristische Seite angeht, das ist halt ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Das müssen wir verstehen, da muss alles sitzen, da muss das alles funktionieren. Ansonsten wartet man halt irgendwelche Geldverluste, das wollen wir natürlich auf keinen Fall haben. Hier тоже приведу еще один пример. Компания Block One в 2017 году, которая провела ICO на, ну, это одна из самых крупных сумм, которая была привлечена на ICO, это проект EOS, более 4 миллиардов долларов. И уже регуляторы написали им очень серьезное обращение, опять же, из-за недостаточно идеально выстроенной юридической схемы. Блок One, можете повторить, пожалуйста, какие? Блок One и ELO. И проект EOS. EOS. Und zwei auch ganz große Projekte, Block One und EOS, ja, wo, da wurden circa 4 Milliarden insgesamt Geld investiert und auch IPO hat stattgefunden und da kommen jetzt erst juristische Feinheiten, die nicht so passen und deswegen haben die da auch entsprechende Schwierigkeiten, die wir nicht haben wollen. И на самом деле те видео, которые вы недавно могли лицезреть про интеллектуальные системы, про искусственный интеллект Skyway, это вообще мечта для блокчейн-разработчиков. Я думаю, что много команд будут присоединяться. Und dann, wir haben ja alle die Videos gesehen mit künstlicher Intelligenz, was unsere Universe entsprechende System, die die haben, das ist ein Traum für Blockchain-Enthusiasten, das ist ein Traum für diese Programmierer, sowas tatsächlich auch umzusetzen, ja, und daran da werden auch dann einige, denke ich mal, mit aufspringen, weil das ein wahnsinniges Beispiel ist für die ganze Welt, das entsprechend zu zeigen, wie solche Dinge halt auf Blockchain funktionieren. Поэтому те, кто менял, допустим, на SVG токены, это было их собственное ожидание, вера в успех проект, но я повторюсь, что запрещено говорить о какой-либо возможности получения прибыли, так как SVG-токен имеет первое значение, технологические решения и оптимизация эффективности работы технологии Skyway с помощью блокчейна. Deswegen ist das auch nicht im Sinne des Unternehmens, dass man, wenn man jetzt SVG-Token halt nimmt, dass man da von irgendwelchen Verdiensten auch noch redet. Es ist ein Nutzungscoin, der für das Unternehmen dann im Endeffekt da ist, um sämtliche Arbeiten zu erleichtern, die mit Hilfe von Blockchain halt Manpower praktisch nicht so viele Menschen benötigt, dass man dann nicht so viele Menschen benötigt. Und durch Blockchain-Technologie das Ganze erleichtert, ja, und dafür ist das gedacht in erster Stelle und das müssen wir an dieser Stelle bitte verstehen. Я вообще обратил бы ваше внимание несколько на другую сферу направления инвестиций. Это то, что вообще сейчас в мире происходит. Касаемо IPO, касаемо индекса S&P, касаемо Dow Jones, касаемо NASDAQ. Ich möchte kurz eine Aufmerksamkeit auf andere Dinge halt lenken, was jetzt passiert in Bereichen des IPOs oder halt auch die alten ansässigen Börsen, ob das jetzt Nasdaq ist, S&P 500 und so weiter. Ja? Коронавирус послужил как зажигание фитилька. Той ниточки, которая
ведет к возможному взрыву мировой экономики. И уже представители ФРС в открытую говорят, что да, будет серьезное снижение мировой экономики, и это никто не скрывает. Ja, natürlich, die jetzige Situation, der Coronavirus hat man ja hier genutzt. Das Geldsystem war ja vorher schon sehr krank und angeschlagen. Jetzt hat man natürlich den Coronavirus mit vorgeschoben. Und das ist halt die Tüpfelchen auf dem Ganzen gewesen. Ja, es ist natürlich ganz toll für die Leute, dass jemanden halt den unsichtbaren Feind die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ja, der Unfähigkeit der Arbeit in den letzten 70 Jahren. Das Geldsystem an sich, das ist sehr bekannt. Von allen Seiten ist es ganz klar, dass dieses Geldsystem so nicht lange überleben wird, beziehungsweise sehr starke Einschläge jetzt zu spüren bekommt. Сейчас рекордные вливания в мировую экономику со стороны США, то есть это количественное смягчение, буквально за прошлую неделю это 3 триллиона долларов, вдумайтесь. То есть если сравнивать график, на следующем вебинаре буду с вами показывать график, это вообще ничто по сравнению с 2008 годом. Momentan wird von der USA-Seite auch mal sehr viele, also 300 Milliarden investiert, und das ist halt momentan sehr wenig im Gegensatz zu letzten Jahren. Alexei macht in seinen Webinaren, geht er halt darauf mit sehr stark ein, auf diese Sachen. Поэтому мне лично не хотелось бы в этот момент, чтобы компания выходила на IPO. А это и произошло бы, если бы Литва не отбросила нас на 2-3 года назад. В это время очень опасно выходить на IPO, потому что могут сманипулировать и очень сильно обвалить. Ja, wohin führe ich denn das ganze Gespräch? Das ist ganz einfach, Leute. Es ist wichtig und gut so, dass wir die entsprechenden Umstände, die uns dann praktisch zeitlich etwas nach hinten geworfen haben, es ist gut so, dass wir noch nicht an der Börse sind. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir sind noch nicht an der Börse, also werden wir nicht von diesem von diesem Crash auch mal mit reingezogen. Und das ist wahnsinnig wichtige Botschaft. Невозможно бесконечно подпитывать фондовый рынок, вливать деньги. И сейчас на коне на самом деле те компании, которые разрабатывают различные решения по вакцине для коронавируса. Другие IPO, к сожалению, другие компании ожидают в ближайшие 3-6 месяцев крах. Поэтому разумные люди сейчас в IPO не входят и наблюдают самое большое снижение активности в Европе. Это говорит, что вы разумные люди. Ja, also die Leute, die im Endeffekt jetzt das natürlich auch begreifen, ja, ich weiß nicht, die Masse schläft immer noch vielleicht und denken, dass das vielleicht so weitergeht. Die großen Spieler machen jetzt keine IPOs, also die investieren jetzt nicht in die Firmen, die an der Börse sind. Ja, auf jeden Fall, die meisten Firmen werden hier in diese Mitleidenschaft gezogen durch die entsprechenden Umstände, die da draußen da sind. Немножко внесу в ясность для тех, кто не знает деталей об IPO. Во-первых, есть lock-up период, это 3 месяца. За 3 месяца может произойти все, что угодно. Может быть достигнуто второе дно, второе падение из-за снова вспышки пандемии, она никуда не денется сейчас. И очень глупо сейчас выводить большие стартапы, большие компании на IPO. Нужно подождать. Что, в принципе, нам и соблаговолило сделать судьба. Yeah.
Also momentan wäre das wirklich überhaupt nicht schlau, ja, eine Firma auf die Börse zu schicken und jetzt gerade ein IPO zu machen. Ja, das wäre taktisch sehr unklug und zum Glück, ja, hat das so geklappt, dass man jetzt nicht an die Börse gekommen ist. Und das ist gut so, dass es momentan das entsprechend auch so läuft. Und da sollen wir alle diesbezüglich auch froh sein, dass es so ist. И на самом деле сейчас более выгодно приобрести на 100% суммы какой-то пакет, выбрать дисконты сейчас замечательные, чем входить в IPO потом. Объясняю почему. Потому что в IPO вам не одобрят 100% вашей суммы. Вам одобрят максимум 15%, если компания хорошая. А если компания плохая, наоборот, одобрят все 70%. Но это, скорее всего, будет падение. Что, естественно, к Skyway не относится. Auf jeden Fall, für uns, für die Unterstützer ist es viel interessanter momentan, diese tolle Angebote, die wir haben, für uns zu nutzen, ja, und weil wir jetzt natürlich um einiges günstiger die Anteile, die Anwartschaft auf die Anteile für uns sichern können, ja, und deswegen ist das viel schlauer, jetzt natürlich reinzugehen und nicht von den Börsenschwankungen, von dem Zusammenbruch von der Börse, von diesem Abfall halt natürlich damit reinzufliegen, sondern wirklich jetzt vorher vorbörslich dann sich zu positionieren in entsprechende Gesellschaft, die uns hier vorgestellt wird. Нас с вами только поздравить, что все в Skyway происходит настолько вовремя и по IPO, и по криптовалютам. Ну, я не могу это объяснить. Это как будто божественная рука ведет проект. По-другому это никак не описать. И Евгению я передаю слово для того, чтобы он поздравил вас с вашими мощными результатами в системе Level Up, которую все недавно дал. Запустили. Auf jeden Fall, сейчас я пока еще туда не перейду. Auf jeden Fall möchte Алексей schon mal uns gratulieren. Das war eine göttliche Führung, wie eine göttliche Führung hier, dass man praktisch noch nicht an der Börse ist, dass die gewisse Gegenwind wehte und wir werden irgendwie geführt und zu richtigem Zeitpunkt werden wir dann im Endeffekt halt auch mal an die Börse rausgehen, wenn der Sturm vorbei ist. Und deswegen Gratulationen schon mal von Alexei. Es ist alles richtig gemacht und ja, das freuen wir uns, dass auch mal andere Kräfte uns entsprechend begleiten, da wir im Guten unterwegs sind und für unsere Mutter Erde stehen und deswegen kriegen wir auch entsprechend diese göttliche Führung. Er bedankt sich bei uns allen und wir. Друзья, хотел сейчас, Даниэль, переведи, пожалуйста, семерочками будем хлопать, аплодисменты. Что семерочками? Ага. Окей. Also die sieben sollten die Applause sein, ja? So, wenn wir eine sieben stellen, dann ist es, das ist ein Applaus, aber jetzt wartet mal. Дорогие друзья, от всей души вас поздравляю. Вы должны гордиться своей страной. Я перед нашим вебинаром сегодня посмотрел вообще рейтинги у нас по нашему конкурсу Level Up. Рекомендую вам каждому зайти в личный кабинет и восхититься результатами. Evgeny möchte uns allen gratulieren. Er hat jetzt auch mal die Zahlen angeschaut und Ratings angeschaut und die Unterstützer aus deutschsprachigen Raum
haben wohl Unternehmen jetzt auch sehr gut geholfen, ja, in, auch in diese schwierige Zeit. Und dafür möchte Давайте поставим в чате семерочки и похлопаем всей немецкой команде. Вот Германия у нас на третьем месте. Я вам желаю, чтобы вы заняли, вот, ну, не знаю, как в этом месте, сложно, конечно, это обойти Вьетнам, но чтобы на втором месте вы 100% были. Lasst uns mal an uns selber hier Applaus geben mit einer 7er. Weiß ich nicht, jetzt, dass wir das in Chart stellen, ja, dass wir das gemacht haben. Im Endeffekt, ich sehe hier, die Irina hat schon einige gestellt, jawohl, das ist der Applaus hier. So, jeder kann den Applaus uns selber geben, ja. So, das ist natürlich klasse, da bin ich auch mit dabei, ja, genau. Und Evgeny wünscht uns, dass wir, also es wird natürlich, Vietnam wird natürlich kaum zu schlagen sein, zwecks die Menge und wie das dort sich das Ganze ja in entwickelt, aber dass wir vielleicht auch mal den zweiten, den Platz weltweit auch Поставьте mal, восклицательные знаки, если вы это сделаете. Станете как минимум на второе место, и вообще цель будет первое место. Diejenigen, die es bereit sind, auch mal mehr zu tun und mehr entsprechend hier zu bewegen, ja, möchte Evgeny jetzt Ausrufezeichen, dass wir die Ausrufezeichen stellen, dass wir uns vielleicht Mühe geben, jeder von uns, ja, in diese Zeit der Veränderungen auch mal Gas geben, wenn wir endlich mal begreifen, dass jetzt momentan der beste Zeitpunkt ist, um etwas nach vorne zu bewegen, denn wohin sollten die Leute denn das Geld bringen, ja, das ist jetzt hier die Möglichkeit und wir haben jetzt diese Möglichkeit, die wir alle ergreifen können und er wünscht uns halt auch viel Erfolg mit dabei, Ausrufezeichen, diejenigen, die da einverstanden sind, da ordentlich mitzuhelfen, stell dir jetzt welche rein, jetzt mache ich auch welche, so. Вы очень крутая команда, я это знаю. Вы показывали неоднократно, okay. А даже на больших дистанциях просто потрясающие результаты. Я верю в вас, вы это сделаете. Ihr seid eine tolle Truppe. Er glaubt an uns und er weiß und auch in der Vergangenheit haben wir sehr oft es bewiesen, dass wir innerhalb von kürzester Zeit sehr viel bewogen haben, dass wir alle Skype wirklich richtig geholfen haben und er glaubt an uns und hofft, dass wir sämtliche Rekorde in kürzer Zeit auch mal brechen können und ja, er wünscht uns. Дорогие друзья, хочу попрощаться с вами, вот пожелать вам огромных успехов и до новых встреч. Формируйте вопросы, сбрасывайте эти вопросы своему непосредственно Розе-Марии Кирнер. И таким образом мы получаем от вас обратную связь. Вот, эта обратная связь для нас очень ценна и важна. Also in diesem Sinne möchte ich mich jetzt bei Ihnen allen bedanken und ja, den Webinar jetzt mal abschließen. Falls mal die Fragen sind, bitte zu Rosemarie. Die E-Mail-Adresse hat sie ja mit reingestellt, falls da noch offene Fragen sind. Und wir werden weiterhin gemeinsam hier unserem Herzensprojekt helfen und alles dafür tun, dass wir diesen halt auch stark mit Kapital, mit weiteren neuen Unterstützern weiter halt von uns aus unterstützen. Все, друзья, пока-пока. Vielen Dank. Okay, jetzt übernehme ich nochmal kurz. Also ihr seht jetzt auf der Folie, ich habe hier, wie versprochen, noch einmal die Unitsky-Seite, unitsky.engineer oder auf Englisch umgestellt in der Fragezeichen lang ist gleich E, muss nicht sein. Ja, könnt ihr auf Englisch umstellen. Wer Fragen hat, die ersten haben das schon gut genutzt, das letzte Mal.
Hier die E-Mail nochmal, die Firmen-E-Mail, ihr könnt mich gerne anschreiben, ich werde versuchen, eure Fragen zu beantworten. Die Möglichkeit ist sehr, sehr gut. Zudem, ich möchte noch ganz abschließend kurz, was habe ich mir notiert, zu der Geschichte mit den Token, hat ja Alex sehr wunderbar erklärt, aber ich muss hier unterstützend noch was sagen, natürlich die Bedingungen zu den Kryptovaluta, wie sie so schön sagen, die russischsprachigen, sind ja seit diesem Jahr verschärft worden. Und viele schaffen diese Juristerei überhaupt nicht und da sind wir total stolz, dass dieses Unternehmen hier diesen Weg geht und wirklich alle juristischen Gegebenheiten einhält. Und das ist wirklich sehr, sehr bedeutend, denn viele werden auf der Strecke bleiben, Skype mit Sicherheit nicht, da bin ich überzeugt. Ich an dieser Stelle noch ganz herzlichen Dank an die Vorstandschaft, die heute hier unsere Fragen wunderbar beantwortet haben. Und diejenigen, die mit mir verknüpft sind, können natürlich auch gerne in den Gruppen schreiben oder wie gesagt hier an diese Mailadresse. Ich wünsche einen wunderschönen Abend noch, Restabend und ja, nutzt diese Möglichkeit. Wer mich kennt, der weiß, ich bin jeden Monat intensiv am Unterstützen, ja, finanziell. Ist meine persönliche Entscheidung, aber ich persönlich sehe im Moment kein besseres, unterstützungswürdigeres Projekt als die Skyway-Technologie. Schönen Abend.